Hi Leute, neues Video, neues Thema. Heute soll es mal darum gehen, wie man denn am besten SPS-Korallen und besonders Acroporas hält. Gerade wenn ihr auch Interesse daran habt, solche Korallen zu halten, dann habe ich hier ein paar Tipps und ein paar Ratschläge, an die ihr euch halten solltet. Kurz bevor wir mit dem eigentlichen Video beginnen, ich selbst habe nämlich gerade wieder einige Fehler gemacht, typische Anfängerfehler, die man eben nicht machen sollte. Und was eigentlich schief lief und warum es schief lief und was ich genau gemacht habe, dazu am Ende mehr. Aber erstmal zu den Punkten, die ihr am besten, wenn ihr Korallen oder Acroporas halten wollt, beachten solltet. Punkt 1, auf den ihr achten solltet, wachst mit eurem Becken selbst mit und geht nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Wenn ihr ein Anfänger seid in dem Hobby und eventuell trotzdem schon Interesse an Acropora-Korallen habt, was ja durchaus möglich ist, dann würde ich euch trotzdem nicht unbedingt empfehlen, direkt von Anfang an mit Akros oder SPS zu starten. Beginnt und wachst mit euren Fähigkeiten und eurem Becken mit. Fangt an, die typischen Weichkorallen, obwohl ich euch schon sagen würde, die könnt ihr fast überspringen, weil die kann heute so gut wie jeder halten und auch LPS. Wenn ihr LPS und Weichkorallen erfolgreich halten könnt und sie wachsen, dann könnt ihr auch gerne weitergehen zu SPS. Ihr könnt auch von Anfang an, wenn ihr wirklich absolut überzeugt seid von euch, direkt einfache SPS halten, aber selbst da solltet ihr als totaler Anfänger schon damit rechnen, dass es zu Verlusten kommen wird. Denn SPS gelten halt immer noch als Königsklasse und haben ein bisschen genauere Anforderungen, als es LPS und gerade auch Weichkorallen haben. Und wenn ihr Probleme haben solltet, LPS oder Weichkorallen zum Wachsen zu bringen, zu halten oder toll auszufärben, dann ist es vielleicht noch nicht an der Zeit für euch, zu SPS zu wechseln. Denn SPS sind eben wirklich etwas anspruchsvoller. Es ist kein Hexenwerk, aber sie sind anspruchsvoller. Und genauso in dem Zusammenhang, selbst wenn ihr schon fortgeschritten seid oder den Schritt zu SPS-Korallen gehen wollt, geht auch hier nicht den zweiten Schritt vor dem ersten und kauft direkt High-End-Qualität oder High-End-Korallen. Ich meine, das Wort High-End ist so ein bisschen Quatsch irgendwie, wenn man mal ehrlich ist. Aber wir haben Korallen, die wir als High-End-Korallen bezeichnen, weil sie für gewöhnlich etwas schwerer zu halten sind oder weil es sehr schwer ist, ihre Farbe zu behalten. Und daher würde ich euch empfehlen, einfach, dass ihr nicht Enttäuschung habt oder Korallen oder Geld verliert. Am Ende sind es natürlich auch Leben. Eine Koralle ist ein Lebewesen. Versucht's und steigert euch nach und nach mit eurem Becken. Ein zweiter wichtiger Punkt für euch, wenn ihr denn SPS oder eben vor allem Acroporas halten wollt, passt auf eure Wasserwerte auf und messt sie regelmäßig, bestimmt sie sicher und haltet sie vor allem stabil. Bevor ihr anfangt, SPS zu halten, schaut euch an, dass ihr es wirklich schafft, dass ihr in der Lage seid und die Fähigkeiten dazu habt, den pH-Wert stabil zu halten, den Calciumwert, Magnesium, Nitrat und Phosphat, Salinität oder auch die Temperatur. Das sind wichtige Punkte. Gerade die Temperatur wird oft vernachlässigt oder auch die Salinität. Die sind nicht zwangsläufig schwer zu halten, diese Werte, aber versucht es, sie so gut wie möglich zu halten. Wenn ihr immer noch Schwankungen drin habt, dann ist es vielleicht einfach auch noch nicht die Zeit für euch, auf Acroporas oder schwere SPS-Korallen allgemein zu wechseln, sondern schaut, dass ihr diese Werte wirklich stabil halten könnt, über mehrere Wochen, über am besten Monate. Dann seid ihr wahrscheinlich so weit und könnt auch zu Acros wechseln. Denn Stabilität ist einer der Punkte in diesem Hobby, die sind absolut wichtig. Zusammen mit diesem Punkt kann man auch noch einen weiteren mit reinzählen, unter anderem nämlich seid geduldig. Denn Geduld ist einer der Punkte in der Meerwasseraquaristik, der auch teilweise unterschätzt wird. Heutzutage wird so viel Werbung gemacht für verschiedene Produkte und Möglichkeiten, wie man sofort alle möglichen Korallen perfekt halten kann. Das klappt auch bei vielen und ich mache das Hobby schon wirklich lange und belese mich und mache und tue, aber wie ihr seht, einige meiner Acroporas haben es nicht geschafft. Und auch einige meiner SPS stehen derzeit ein bisschen schlecht. Ich denke nicht, dass sie komplett absterben werden, aber Acroporas gerade direkt einfach so vom Beckenstart funktioniert einfach nur höchst schwierig. Es gibt immer Leute, die es trotzdem schaffen, aber im Allgemeinen und gerade der Anfänger, passt auf und seid geduldig. Denn Geduld heißt nicht nur wirklich einfach blanke Zeit abzuwarten, sondern
wenn ihr eine neue Koralle habt und oder euch eine neue Akro kauft oder überhaupt eigentlich egal, welche Koralle ihr euch kauft, gewöhnt euch an, jede Koralle zu baden. Die Quarantäne ist bei uns in Deutschland noch nicht so besonders bekannt und geliebt. Und gerade als Anfänger möchte man wahrscheinlich nicht zusätzlich zu seinem eigentlichen Becken noch ein zweites haben. Also nehmt euch mindestens die Zeit und badet jede eurer Korallen. Denn wenn ihr erstmal Parasiten in eurem besetzten Becken habt, dann wird es schwer, diese wieder rauszubekommen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Weiterhin einer der Punkte: akklimatisiert neue Korallen, gerade Acroporas und vor allem, wenn ihr eventuell einen frischen Import kaufen solltet. Oder auch wenn ihr einfach nur eine Koralle von jemand anders kauft. Nehmt euch eine Lichtrasterplatte oder ähnliches, so wie ihr es hier schon neben mir oder auch teilweise hier hinter mir seht. Stellt die Korallen dort hinauf, lasst sie erstmal 2 Wochen dort stehen. Egal, ob es nicht so besonders schön aussieht, darum sollte es nicht gehen. Die Korallen sollen sich erstmal ans Licht gewöhnen, an eure Beleuchtung, an eure Wasserwerte. Und ihr habt definitiv bessere Erfolge, wenn ihr sie erstmal akklimatisieren lasst und später wirklich loslegt und sie ins Riff klebt. Oder auch einer der Punkte, auf die ihr einfach warten solltet und nicht zwangsläufig sofort mit der Brechstange rangehen, ist auch Wachstum. Einige Korallen wollen einfach nicht so schnell wachsen und ich spreche aus Erfahrung, einige Acroporas sind da noch viel schlimmer als einfach nur zu warten. Bei manchen Acroporas müsst ihr ein Jahr warten, bis sie wirklich irgendwann dieser metaphorische Knoten platzt und sie einfach plötzlich anfangen zu wachsen. Es kann es einfach sein, dass irgendwas in der Koralle einfach immer noch adaptiert. Wie gesagt, ein ganzes Jahr kann das dauern, manche sogar vielleicht 1,5 Jahre, obwohl das schon eher die Ausnahme ist. Also werdet nicht nervös und habt Geduld, ein ganz wichtiger Punkt in diesem Hobby, auf den ihr unbedingt achten solltet. Ein weiterer Punkt, auf den ihr so noch achten solltet, wenn ihr denn Acroporas kauft: lasst euch nicht unbedingt verwirren von besonderen Fotos oder auch besonderen Namen. Diese Namenkonvention zurzeit ist Fluch und Segen zugleich. Angefangen hat es ja im Endeffekt mit der Milka. Die kennt eigentlich jeder heute, oder auch Enzmann oder wie die Amerikaner gerne sagen, Green Slimer. Die Namen machen schon Sinn, um gerade auch spezielle Farbvarianten etc. auseinanderzuhalten oder schneller zu erkennen. Aber sie sind genauso vielleicht auch teilweise Fluch, denn du hast unter vielen Korallen einfach irgendwelche besonderen, verrückten Namen, die zeigen sollen, dass das für ein besonderes, seltenes Tier ist. Aber am Ende ist es eigentlich auch bloß eine gewöhnliche Koralle, die einfach gut beleuchtet wurde und gut fotografiert wurde. Daher lasst euch nicht zwangsläufig von diesen Namen verwirren, sondern kauft, was euch gefällt. Wenn die Koralle euch wirklich gefällt und ihr möglichst versucht, die Fotos euch nicht beeinflussen zu lassen, wenn ihr solche Fotos seht, Händler wissen für gewöhnlich, wie sie ihre Korallen fotografieren, dass sie toll aussehen. Und Fotos können wahnsinnig viel ausmachen. Schaut am besten nochmal irgendwo im Internet, ob ihr ähnliche Korallen von Hobbyfotografen findet oder zumindest Hobby-Aquarianer, die auch Fotos machen, und entscheidet dann, wie und was ihr wirklich kaufen wollt. Auch in diesem Zusammenhang, wenn ihr Fracks kauft, also kleine Ablegerkorallen, dann lasst euch nicht unbedingt von verrückten Farben zu sehr verwirren, denn manchmal neigen kleine Ableger dazu, besondere Farben auszubilden. Dann hat man einen tollen Wachstumsrand an der Fußscheibe, der noch extra anders gefärbt ist als das eigentliche Gewebe. Und direkt darüber sind schon wieder Wachstumsspitzen, die nochmal eine andere Farbe haben. Und das ganze Tier sieht wahnsinnig besonders aus. Wenn ihr aber am Ende eine größere Kolonie habt, und darauf wollt ihr eigentlich immer hinaus, denn so ein Ableger ist ja eigentlich nur sozusagen der Samen und der Anfang von einer großen Kolonie. Dann schaut euch am besten an, wie eine große Kolonie aussieht, denn darauf wollt ihr hinaus. Und manchmal habt ihr sozusagen wirklich nur noch ein, nehmen wir beispielsweise, komplett grünes Tier, wo einfach bloß die Spitzen oder der Wachstumsrand selbst andersfarbig ist. Und dann sieht sie gar nicht mehr ganz so eindrucksvoll aus, wie der Ableger ursprünglich mal aussah. Und vielleicht ist es dann gar nicht so unbedingt die Koralle, die ihr eigentlich kaufen wolltet. In dem Zusammenhang muss ich aber auch genau das Gegenteil dazu sagen, denn auch durchschnittliche Korallen oder eben Acroporas, die für gewöhnlich nicht so besonders sofort auf dem Foto aussehen, eine wirklich gesunde und gut wachsende Koralle sieht fast immer toll aus. Es gibt natürlich immer noch die Leute, die noch mehr rausholen wollen, aber das sollte gerade als Anfänger oder als Beginner gar nicht euer Ziel sein. Ihr solltet am Anfang schauen, dass ihr die Korallen halten könnt, dass ihr sie gesund halten könnt,
dass sie wachsen und dann könnt ihr immer noch schauen, wie ihr optimieren könnt. Aber grundsätzlich eine wachsende, gesunde Acropora in einer vernünftigen Größe sieht fast immer wunderschön aus und kaum eine sieht aus wie die andere. Daher lasst euch nicht unbedingt zu sehr von solchen Sachen verleiten. Es gibt wirklich viele schöne und wundervolle Tiere, die ihr auch einfach erhalten könnt. Und wenn ihr dann irgendwann soweit seid und euch bereit fühlt, wirklich auch schwerere Korallen zu halten, dann wächst auch hier wieder mit eurem Becken mit. Es gibt einfache Acroporas, die ihr relativ, ja, eben einfach halten könnt. Dazu würde beispielsweise die Enzmann gehören, die ihr auch im Hintergrund bei mir da hinten in grün und groß sehen könnt. Die wächst super, die ist sehr tolerant, die sieht, finde ich, so wirklich schön aus, sie hat ein tolles Grün. Und wachst dann, wie gesagt, mit eurem Becken mit. Ihr könnt dann anfangen, eventuell sowas wie Strawberry Shortcakes zu halten, Microclados. Und wenn ihr auch schafft, diese zu halten, dann könnt ihr immer noch gucken, ob ihr eventuell wirklich so eine Eisfeier zum Beispiel haben wollt und braucht. Denn das sind wirklich Korallen, die selbst bei sehr erfahrenen Leuten nicht zwangsläufig haltbar bleiben, sondern auch eventuell da sterben, weil die sind wirklich sensibel. Und wie gesagt, wachst einfach mit eurem Becken mit und überstürzt es nicht. Ein letzter Punkt, den ich in dem Zusammenhang gerne noch sagen möchte, ist: Findet euren eigenen Weg. Es gibt immer Leute, an die ihr euch halten solltet und von denen ihr auch eventuell Tipps bekommen solltet und an die ihr euch irgendwo ein Stück weit orientieren sollt. Gleichzeitig muss ich euch sagen, macht das nicht zu sehr von anderen abhängig. Denn jeder geht so seinen eigenen Weg. Der eine hält sein Becken mit Ultra Low Nutrient, also besonders niedrige Nährstoffe, Phosphat von 0,03 oder niedriger sogar. Oder Nitrat von unter 1. Das muss nicht unbedingt euer Weg sein. Oder andere haben auch schon oft genug gezeigt, dass Acropora-Becken toll mit Phosphatwerten von 0,1 oder höher gehen oder Nitratwerten von 20. Das ist nicht die einzige Wahrheit. Es gibt einen Weg, der für euch passt. Und das Wichtige ist, dass ihr diesen Weg geht. Nicht, dass ihr zwangsläufig irgendwelchen perfekten Werten nachjagt. Ihr solltet am besten, und das ist für den Anfänger gut, euch innerhalb des bekannten Rahmens eure Werte setzen und versuchen dort zu halten. Ob ihr jetzt wirklich den Phosphatwert bei 0,03 habt oder 0,08, das ist fast egal. Und selbst wenn ihr 0,1 habt, wichtiger als der exakte Wert ist es, haltet den Wert und schaut, ob es für euch passt. Genauso mit Nitrat und mit KH und all den anderen Werten. Die bekannten Werte, die man so halten sollte, sind bekannt. Also da brauche ich euch wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Schaut einfach, dass ihr euren Weg findet und dass ihr schafft, die Korallen zum Wachsen zu bringen. Wenn ihr ein stabiles Becken habt, wenn ihr Erfahrungen gesammelt habt, wenn ihr das Ganze schon ein Jahr macht oder je nachdem, wie lange jeder individuell benötigt dafür, dann könnt ihr immer noch schauen, dass ihr es wechselt oder modifiziert. Dann könnt ihr versuchen, die Werte ein bisschen zu erhöhen oder zu verringern und schaut einfach, wie die Korallen reagieren. Aber macht es nicht einfach von Anfang an zu sehr von einer Person abhängig und versucht, den exakten Wert XY nachzujagen. Versucht, eure Werte konstant zu halten und schaut, was das Becken euch gibt und wie ihr quasi euer Becken sauber halten könnt und sauber bewegen könnt und sauber handeln könnt einfach. Das sind erstmal so die Punkte, die ich euch empfehlen würde, wenn ihr Acropora oder SPS-Korallen eben halten wollt, auf die ihr so achten solltet. Abgesehen davon, warum läuft es denn nur bei mir eigentlich nicht? Denn ich habe euch ja in einem der letzten Videos gezeigt gehabt, dass ich mir unter anderem diese Koralle hier bestellt habe. Ein tolles Tier, genauso die hier hatte ich auch schon sehr lange. Eine auch Microclados, eine rote, wirklich tolles und habe ich selten gesehen, solch ein Tier. Tja, nun habe ich die in der Hand, offenbar nicht im Wasser. Die sind gestorben. Was habe ich also falsch gemacht, dass bei mir die Korallen nicht gehalten haben? Obwohl ich doch die ganzen Sachen weiß und eigentlich besser machen müsste. Aber Theorie und Praxis sind immer ein bisschen unterschiedlich. Wie ihr wisst, ich habe das Becken gewechselt und wollte mit dem Beckenwechsel auch vielen Problemen aus dem Weg gehen oder zumindest viele Probleme bekämpfen. Und es hat auch grundsätzlich geklappt. Das Becken läuft gut. Ich habe keine Cyanus bisher, toi toi toi, das ist tippitoppi.
Ich habe Werte, Nährstoffwerte, die im akzeptablen Rahmen sind. Ich habe grundsätzlich Wasserwerte, die okay sind. Ich blende euch gerade noch meine Analyse ein, denn gerade nach solch einer Situation, irgendwann helfen meine Wassertests zu Hause auch nicht mehr und es gibt einfach Punkte, die nicht, ja, die ich dann einfach nicht mehr weiß, woran. Deswegen eine Analyse gemacht. Aber die hat ja auch nur zur Erkenntnis gebracht, was ich schon vorher wusste. Das Wasser an sich ist also gut. Die Beleuchtung, daran kann es eigentlich auch nicht wirklich hapern, denn das Licht ist für Acroporas garantiert ausreichend. Darunter sind im Großteil der Korallen hier überhaupt erst so groß gewachsen, wie sie sind. Und auch die Strömung ist okay, denn solange Wasserbewegung ist, ist das ein Punkt, der im Grunde schon fast ausreicht. Es muss nicht die Wahnsinnswasserbewegung sein, die immer überall gezeigt wird. Aber auch hier, Acroporas können davon profitieren. Gehen wir aber davon aus, Strömung ist jetzt bei mir in meinem Becken nicht das Thema gewesen, sondern war voll okay für alle Korallen, dass sie darunter leben und wachsen können. Was habe ich also falsch gemacht? Ich habe im Endeffekt zu wenig Geduld bewiesen, beziehungsweise konnte ich klar in dem Falle auch gar nicht genug Geduld aufbringen. Denn das Becken ist einfach noch zu jung gewesen für diese Menge an Acroporas. Wie ihr vielleicht auch sehen könnt im Hintergrund, oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr hier auch die Bartkoralle sehen könnt. Die Tiere stehen super, da gibt es gar nichts zu meckern. Die wachsen und die sehen jeden Tag eigentlich gut aus. Aber eben für Acropora war es zu viel, denn ein neues Becken und gerade wenn ihr tot startet, das ist das Besondere, also mit neuen Materialien, mit nicht Lebendgestein, mit frischem Sand etc., dann schwanken eure Wasserwerte. Und wenn KH und Calcium noch relativ leicht konstant zu halten sind, dann gibt es spätestens bei den Nährstoffen Probleme. Und bei mir war der Fall, dass mein Nitrat bzw. Stickstoff insgesamt so weit nach unten ging, wie ich es bisher auch in vorherigen Becken noch nicht erlebt hatte. Eigentlich war Nitrat bei mir nie ein Thema oder eben Stickstoff allgemein. Und ich konnte alles immer halten und es war ausreichend immer im Becken vorhanden. Nicht so, dass es dahingehend limitiert wäre und Korallen sind auch für eine Stickstofflimitierung gar nicht mal so anfällig. Allerdings Phosphat. Bei Phosphat hatte ich am Anfang so die ersten 2, 3 Wochen eigentlich gar keine Probleme, dass das alte Gestein, was ja auch von meinem Händler ist, was sozusagen schon in dem Becken vorher war, das hat Phosphat abgegeben und konnte auch einen sehr angenehmen Wert stabil halten und die Korallen standen prima. Dann irgendwann aber ist es plötzlich abgerutscht nach unten und die Werte gingen immer weiter runter. Und diesmal, weil vom vorherigen Becken hatte ich ja die Erfahrung, ist mein Phosphatwert niedrig geworden, aber niemals auf nicht nachweisbar. Also habe ich sofort gegengesteuert und habe auch ebenso mit Erfahrung vom letzten Becken stark gegengesteuert und Phosphat auch stark und schnell wieder angehoben. Wer jetzt schon aufgepasst hat, da sind wir bei dem Punkt Wasserwerte stabil halten und Geduld. Die Geduld konnte ich nicht aufbringen, weil das neue Becken musste ich nun mal besetzen. Ich konnte die Korallen nicht irgendwo anders zwischenlagern. Ich habe auch keine Leute, denen ich die ganzen Korallen gerade hätte zwischenlagern können oder bei denen ich unbedingt sagen könnte, ja, bei denen hält es auf jeden Fall, sondern das sind dann eventuell auch Aquarianer, die nicht ihren Fokus auf Acroporas haben. Also sind mir die Werte zu stark geschwankt, gerade Phosphat. Und das war dann teilweise so stark, dass ich an dem einen Tag einen Wert von 0,05 hatte und den nächsten Tag 0,12 oder solche. In der Analyse hier sah man in meiner letzten, dass der Phosphatwert mit 0,24 doch arg hoch ist. Der Unterschied hier ist aber, dazu kann ich euch nochmal mein ICP-Video empfehlen oder zumindest anraten, dass die ICP-Analyse Gesamtphosphat misst und das nicht mit dem Orthophosphat und dem für die Korallen verfügbare Phosphat eben einhergeht. Aber nichtsdestotrotz mein messbarer Phosphat, ich habe mittlerweile auch verschiedene Wassertests benutzt, um das auch sicher nachzustellen, dass ich eben wirklich weiß, dass meine Wassertests sauber gehen. Er ist einfach zu stark geschwankt. Und zusätzlich passiert es mir, dass Nitrat halt oder Stickstoff eben doch so weit abgerutscht ist, dass es zu einer Limitierung kam für die Korallen. Man sieht auch, dass sie ziemlich hell sind derzeit oder mittlerweile sind sie fast wieder eher braun. Jetzt ist so der Punkt, wo ich gegen korrigieren konnte und die Werte auch wieder relativ stabil habe seit einiger Zeit. Jetzt werden die Korallen erstmal braun. Wir werden schauen, was denn wirklich überlebt. Aber der Fehler war, ich konnte die Werte nicht stabil genug halten, weil sie einfach innerhalb von Tagen so stark geschwankt sind,
dass ich es nicht retten konnte. Und obwohl ich es eben, wie gesagt, mittlerweile wieder berichtigen konnte, die Koralle hier ist mir erst vor wenigen Tagen gestorben. Für die Anfänger, die es noch nicht wissen. Es fing an beispielsweise mit solch einem Fleck, wie man hier sieht, diesen etwas dunkleren Bereich. Das ist dann innerhalb von einem Tag gestorben. Da dachte ich mir noch, oha, aber wenn es nur so ein kleiner Bereich ist, könnte es sein, dass sie überlebt. Innerhalb der Nacht war die halbe Koralle bis hierhin ungefähr plötzlich tot und eben genauso schneeweiß. Dann habe ich noch versucht, hier oben sieht man es, ein paar Ableger abzuknipsen. Die seht ihr vielleicht auch noch hinter mir hier stehen. Davon hat es auch nur einer bisher zur Hälfte noch überlebt. Die restliche Koralle war dann einen Tag später tot. Das hat also effektiv für diesen gesamten Stock anderthalb Tage gedauert, dann war sie komplett weg. Bei der Koralle hier war es noch ein bisschen länger. Hier sieht man auch noch, wo die Algen sozusagen angefangen haben. Sie hat unten an dem Fuß langsam ihr Gewebe verloren gehabt. Das ging so über eine Woche hinweg. Und dann mit einem Schlag ist das gesamte restliche Gewebe auch innerhalb von 24 Stunden hat sie es abgeworfen. Das fällt dann wirklich fetzenartig ab, wird einfach weggetragen und die Koralle ist tot und unwiederbringlich entfernt. Unwiederbringlich tot eben. Falls ihr eben solch einen Fall mal habt, das Einzige, was ihr noch machen könnt, ist die Korallen zu schneiden. Irgendwo versuchen, Ableger zu machen. Schneidet tief ins gesunde Gewebe rein, so ähnlich wie ich es hier versucht habe. Dann habt ihr noch eine geringe Chance. Wenn ihr bei dem Abschneiden und Ableger machen an der Stelle zu penibel seid und eventuell nicht weit genug ins gesunde Gewebe schneidet, dann kann es sein, dass der Ableger einfach genauso direkt weiter stirbt. Vielleicht am gleichen Tag noch. Also schneidet, wenn ihr Ableger noch machen wollt und solch eine Koralle retten wollt, noch ins gesunde Gewebe, dann habt ihr noch eine geringe Chance, es zu stoppen. Vorausgesetzt, ihr habt die Ursache bereits gefunden und natürlich die Kurve gekriegt. Ansonsten solch ein Absterben kann schnell gehen und ist nicht besonders erfreulich. Ich hoffe, ihr habt was aus dem Video mitgenommen. Ihr konntet ein paar Tipps eben ja mitlernen und wisst für eure Acroporas, wenn ihr sie halten wollt, auf was ihr so unbedingt achten müsst. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr da wirklich viel Glück habt und die Korallen toll halten könnt. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!